Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Roller Mingmanns, und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde Mountain Blade Bannerlord 2. Es ist eine andere Sache jetzt nochmal kurz passiert. Wir sind immer noch auf der Suche nach Lukorn. Ich wollte mich aber zwischendurch mal wieder zurückmelden, weil wir nämlich, unsere beiden kleinen Geschwister sind, also jedenfalls Alishka ist 14 geworden. Und wir sollen jetzt ihre Jugend irgendwo in eine gewisse Richtung bringen. Und wir sehen, sie hat sehr, sehr viel Elan. Ganz okay, Kontrolle, die Ausdauer ist auch noch nicht so weit. Es ist aber relativ intelligent. Zu ihrem hat ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Ihr habt gesehen, wie sehr sie sich drüber freut. Ihr seid sicher, es wird sie sehr prägen. Ihr schenktet ihr Spielbrett, einen gut gefertigten Bogen. Alishka der Würdischen. Auf was wird. Ich glaube, die wird sich über ein Ross freuen. Oder. Nee. Ah, fucking hell. Alishka. Sorry. Also, ein gut austariertes Schwert möchte. Ich finde eigentlich, der Bogen, finde ich es persönlich somit die coolste Idee. Ich mache das jetzt auch einmal. Ich spüre die Kraft in den Sehnen und dem Holz dieser Waffe. Sie. Ich gebraucht vielleicht Jahre, bis sie die Seen voll zurückziehen kann. Doch ihr seid euch sicher, dass sie höchst motiviert ist. Ja, das denke ich mir auch. Begann sie, verantwortungsvolle Pflichten zu übernehmen und kämpfte nahezu ebenbürtig mit Erwachsenen. Es gelang ihr, ihren Fechtmann ein Rennen zu gewinnen, eine Waffe herzustellen, die Heilkunst zu erlernen, zum Meisterschützen. Ich würde mal Heilkunst, kriegt sie auf jeden Fall so. Auch äußere Eigen wirkten sich in ihren Jungen auch besonders geprägt, wo sie sind. Weiter. Fertig. Okay, cool. Alishka ist jetzt ein bisschen weiter. Jetzt müssen wir uns um den kleinen Fodor kümmern. Dem geben wir jetzt erstmal eine Tracht Prügel. So, ist ein raffinierter Bursche, ne? Ja, nur selten auf eurem Gut auf. Doch wenn ihr in der Lage seid, Zeit mit Frodo zu verbringen, dann ermutigt ihr ihn, eine spezielle Fähigkeit zu entwickeln. Seine Ausdauer, seinen Wissensdurst, sein gutes Auge und eine ruhige Hand. Ich glaube, ruhig. Nee, das machen wir nicht, weil Frodo ist kein Bogenschütze. Und Wissensdurst, seine Ausdauer. Ich würde die Ausdauer gehen. Das ist ein. Das ist, glaube ich, eine super Sache. Foto wird so hier. Ich meine, Noson ist eher so der Menschenkenntnis. Eines Tages fragt das Kind euch, welche eure Fährten sich als die nützlichste doch noch hier. Stangenwaffen, Taktik, Vogt, Baukunst. Rein theoretisch ist es der Handel tatsächlich auch, ne? Hatchet, so, ist okay. Ist okay. Und das wär's jetzt auch eigentlich. So, ist ja ganz cool. Wir konnten die jetzt ein bisschen. Jetzt gucken wir uns mal im Clan mal ein bisschen angucken, die beiden. Ob man den da irgendwie. Einen guten Fodor hier, ne, so. Die entwickeln sich also über die Zeit auch so ein bisschen weiter. Was ich sehr, sehr geil finde. Wir können auch mal kurz so ein. Wie es uns bei unserem Clan bestellt ist. Zusätzlich Clan-Trupp plus 1. Aha. Sonstiges. Lehen. Naja, wir können keine Lehen haben, weil wir auch keine Burgen und nix haben. Und das wär's dann so an sich. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, bleibt bei. Macht's gut, eure Lemmingmanns.